Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wie ihr seht, ohne Facecam leider. Das tut mir ein bisschen leid, aber man kann halt nichts dran ändern. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch ein Video hier mal aufnehmen kann, weil wir gerade renovieren. Ich habe echt wenig Zeit, manchmal habe ich sogar kein Internet. Deswegen ist es schon jetzt sehr spät und ja, da dachte ich mir dann halt keine Facecam. Außerdem werde ich jetzt noch ein paar Videos hintereinander aufnehmen, die ohne Facecam sind, weil ja jetzt Ferien sind und ich in den nächsten Tagen im Urlaub bin, in den nächsten Wochen. Und ja, meine Stats hier insgesamt nicht, aber in den letzten 30 Tagen sieht man schon, wie selten ich Bed Wars gespielt habe. 26.112, da bin ich. Wie viele Games habe ich gespielt? Sieht man das irgendwo? Gespielte Spiele 77 in den letzten 30 Tagen, aber es war wirklich, ist ewig her schon. Und da habe ich auch, haben wir auch unter dem letzten Bed Wars Video, das eine Woche schon her ist, ein paar Kommentare bekommen, die ich eigentlich ganz gut fand. Deswegen werde ich euch eins mal davon jetzt hier einblenden. Auf jeden Fall hat da, wer war es jetzt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde da geschrieben, ja, ich finde es das schade, dass ihr nicht mehr ganz so viel mit der Community macht und so. Und ja, also ich meine, wir machen grundsätzlich ziemlich viel mit der Community. Wir haben ja ein TS, wo ihr gerne drauf kommen könnt. Da können wir reden und zocken gemeinsam und so. Im Moment ist es halt nur so, dass ich ja generell, also dass wir generell im Moment ziemlich inaktiv sind, was man schon sagen kann. Da wir einfach total wenig Zeit haben. Bei mir wird alles umgebaut, mein Zimmer. Ich sitze jetzt hier gerade in so einem Übergangszimmer. Sind Tobi und Flori beide im Skiurlaub und ich bin jetzt nächste Woche auch im Urlaub. Bei mir wird es davon aber Vlogs geben, kann ich euch Gott sei Dank schon mal sagen. Und ja, bei Tobi und Flori leider nicht, das wäre auch cool, glaube ich. Mal gucken, ihr müsst die alle dazu überreden, dass die auch mal Vlogs machen. Okay, Leute, Dankeschön. Also schreibt einfach in die Kommentare, Tobi und Flo, zeigt euch. Ja, und ja, egal, um jetzt weiter auf diesen Kommentar mit der Community einzugehen. Also es ist schon bald wieder ein Community-Abend geplant. Oh mein Gott. Es ist bald wieder ein Community-Abend geplant. Nicht Community-Abend, ich meine natürlich... Oh, schade, ich habe ihn noch runtergeschlagen, leider bin ich auch runtergefallen. Ich meine natürlich Community-Abend, um das mal schön wortspielig auszudrücken. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Der wird in der zweiten Ferienwoche irgendwann sein, weil wir da alle wieder zurück sind, am Ende der Ferien mehr so. Dazu wird aber natürlich noch ein Video rauskommen, so wie man das auch schon vom ersten gekannt hat. Da werden wir halt mit der Community was zusammen machen. Diesmal werden wir auch aufnehmen, höchstwahrscheinlich ein paar Sachen davon und auch hochladen. Und an diesem Abend ist euch natürlich auch erlaubt aufzunehmen, es sei denn, andere in dem TS wollen das nicht, wovon ich nicht ausgehe, sonst müsst ihr halt in der Zeit in den anderen Channel gehen oder wir moven die so lange raus. Warum schwimmen die bei mir alle so? Ich weiß es nicht. Ja, das müsste man dann halt gucken. Aber ja, also grundsätzlich ist da das Aufnehmen mit uns erlaubt. Und ja, wir würden natürlich auch so mal was aufnehmen. Dazu müsst ihr dann einfach in unseren, nicht in unseren TS, auf unseren TS, oder? Ja, auf unseren TS. Entschuldigung. Und ja, dann könnt ihr da mit uns reden. Wir stehen euch dann da zur Verfügung und... Entschuldigung. Und ja, dann lässt sich da halt was organisieren. Grundsätzlich kommt einfach auf unseren TS. Die IP ist immer in der Beschreibung. Immer. Also die Frage, ja, welche IP hat denn dein TS? Hat sich damit jetzt erledigt? Für immer, hoffe ich mal. Okay, der will mir jetzt eh alle Kills snaggen. Dann werde ich mich jetzt so einfach zum anderen Team begeben. Warum will er mir... eigentlich die Kills snaggen, das macht keinen Sinn. Ich habe das Bett ja noch nicht mehr zerstört. Ich habe noch nicht mal angefangen zu killen. Ach, er hat einen Bow. Interessant. Interessant, interessant. Ja, so aber nicht, meine Freunde. Wenn jetzt schon die ganz null Equipten hier im Bogen haben,
Dann braucht der Torben auch einen Bogen. Ich weiß, dass hier gerade irgendwo eine Folge mit passiert hat. Ach, das war der Gelbe. Gelb gehört zu mir. Nicht. Oh, Gelb gehört gar nicht zu mir. Lol. XD. Ah, jetzt hat Louis. Oh mein Gott, ein Leben. Jetzt hat Louis, der Spieler des Teams. Dieser eine Telefonmann da. Hat das Spiel verlassen. Nicer Boy auf jeden Fall. Richtig gut gemacht. Moment, warum bin ich denn in Team Grün? Ich hab doch Team. Ey. Das ist scheiße. Ja, jetzt bin ich wieder in Team Grün. Ich habe extra Team Gelb aus. Oder war das in der anderen Runde? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich doch nicht in Team Grün sein. Danke. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte meinen Pfeil verschwendet. Ja, auf jeden Fall freut euch schon auf die Vlogs. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Was macht er? Ach so. Ja, ich habe schon länger jetzt kein Minecraft mehr gespielt, weil wir tatsächlich wieder mit Arma dran sind. Da was Schönes zu planen. Mit Arma beziehungsweise Altes Live und so. Und ja, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Da werden wir dann hoffentlich auch viel die Community mit einbeziehen. Also ich würde es mir wünschen, wenn ihr dann auch alle auf den Server, also nicht alle, natürlich nicht, ne? Das wird auch gar nicht machbar sein, sondern dass ein paar von euch vielleicht auch auf den Server kommen und da mit uns gemeinsame Sache machen oder so, wenn das sich wieder um Altes Live dreht oder sowas ähnliches wie Altes Live. Vielleicht könnte es ja auch was anderes sein, vielleicht ja sogar L-Turn Live. Das ist nämlich sowas ähnliches wie Altes Live. Aber ich muss sagen, im Moment finde ich tatsächlich den guten Altes Live Mod noch ein Stückchen nicer. Aber da gucken wir mal, was die anderen beiden so sagen, wenn er versteht, was ich meine. So, Gelb wird hoffentlich von Rot gemacht. Wer ziemlich nach. Nice! Das ist jetzt aber ein bisschen too easy, oder? Ja, jetzt spiele ich schon mal wieder eine Runde Bad Wars und nehme die auf hier und habe einfach nichts gemacht. Momentchen. Ich habe den aber nicht runtergeschossen, oder? Das wäre zu schön. Alter, was habe ich denn da bitte für einen Schuss ausgeteilt? Das war ja ein Traum. Wer baut sich da hinten hoch? Ich habe ja Optifine. Das scheint irgendein Gelber zu sein. Ne? User entered your channel. Hi. User disconnected from your channel. Ciao. Mann, ich vergesse in letzter Zeit immer in meinen Aufnahmeraum zu gehen. Was ist denn eigentlich los mit mir? Torben, was ist denn los mit dir? Guck mal, wir überraschen jetzt mal ein bisschen die Janavi 12. Ach, der ist bei uns. Okay, alles klaro. Alles klaro. Jetzt baut er da alles zu. Der hat doch eh nichts. Komm, hier, das wird ein Easy Rush Ding jetzt hier. Wow. Lol. Da war ein bisschen tricky, du. So, einer bestimmt hier noch in der Base, ne? Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Okay, dann halt nicht. Ja gut, dann werden wir auch mal da hoch uns bewegen. Hat sich nicht eben noch einer... Ah ne, ich glaube es war diese... Nee, eben hat sich nur... Ah, die sind beide da oben. Ja, ja, das weiß ich jetzt. Weil da haben sich zwei Leute... Der macht aber da gerade, glaube ich, ein bisschen Stress schiebt der da. Ich hoffe mal nicht, dass der gleich zu unserem Bett kommt. Okay, im Moment noch nicht. Meine Blöcke sollten eigentlich ausreichen, um da hochzukommen, zumindest auf die erste Etage, um den da hinten mit dem Bogen runterzuschießen. Ich weiß auch gar nicht, immer noch... Du bist ein kluger Junge. Ne, schön, dass du so ein bisschen Team spielen willst. Ich weiß leider auch noch immer nicht genau, wie das von dem Sound her ist. Number one. Schöner Schuss, muss ich kurz sagen, Torben. Ja, gefällt mir, was du hier anstellst. Okay, der andere ist ins Wasser gesprungen, aber der sollte jetzt eigentlich von meinen Mates hier unten, von meinen Dudes vernichtet werden. Ja, da geht die wilde Jagd schon los. Ist er down?
Leute, es war einer von uns, der die Down gemacht hat. Lel. Nein, ich komme doch von hinten. Nicht das Bett abbauen lassen, bitte. Sehr schön. Oh! Hä? Es gibt noch zwei blaue, lol. Ich dachte, wir hätten jetzt gewonnen. Ach so. Blau wurde ganz am Anfang vernichtet, aber ist trotzdem noch... Oh Gott. Oh Gott, Alter. Die sind ja jetzt richtig krass equipped. Okay. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, weil jetzt können wir die Runde tatsächlich noch verlieren. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch, dass wir die jetzt noch verlieren. Weil die sind jetzt richtig krass am Equip haben. Das Deutsch-Skills von den Torben. So, ihr verpisst euch hier, ja? Meine Mitte. Nur meine Mitte. Zack. Der schnieke kleine Herr benutzt War Power da. Nee, ihr könnt mich hier nicht verarschen, meine Freunde. Zack. Okay, jetzt muss er sich zubauen. Vielleicht ist es meine Chance, den einen zu vernichten. Eventuell. Oh nein, er ist weg. Ganz schnell in die Mitte jetzt wieder. Geil, meine Blöcke reichen noch nicht mal aus. Okay. Da müssen wir jetzt Trick 17 anwenden hier. Zack, 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 zack. Aber ich hab keinen Stress. Ich habe ewig kein Bad Wars mehr gespielt. Genau. Anderthalb Wochen oder so. Wenn ich das nicht hinkriege, dann kriege ich das nicht hin, Leute. Mein Gott. So. Holen wir uns ein bisschen Gold hier noch. Und dann machen wir uns mal wieder auf den Weg nach Hause. Heimwärts. Autsch. Das tat weh. Gold, please. Ja, du bist gut. Ich brauche selbst Gold. Weil gegen die habe ich so leider keine Chance. Das heißt, ich werde mir jetzt ein Eisenschwert holen. Und den zweitbesten Bogen. Einfach damit ich... Power da drauf habe und die schneller tot kriegen. So, dann brauchen wir noch das und vielleicht eine Kiste. Wäre ganz praktisch. Die stellen wir einfach mal. Genau da sollte man eine Kiste nicht hinstellen, meine lieben Freunde, weil so kriegt man die nicht auf. Warum? Was macht der Bock da eigentlich übrigens? So, genau da soll man nämlich eine Kiste hinstellen. So, dann kommt das da rein und wir holen einfach mal da. Ein paar Schwerter, falls sie kommen sollten und uns ein bisschen schnitzen wollen. Zack, sehr gut. Wir sind vorbereitet fürs Battle. Falls sie gleich mal einen Ausflug hier machen wollen. Ja, solange werde ich versuchen, die zu vernichten, würde ich mal einfach behaupten. Die Runde geht jetzt immerhin auch schon 13 Minuten lang. Die letzte ging ja irgendwie 25, oder? Vor anderthalb, vor, nee, nicht vor. Die lade ich jetzt erst hoch, aber die war aufgenommen, ist schon ein bisschen länger her jetzt. Zack. Aua. Ich bitte euch. Schießt doch nicht so gemein auf mich. So, ich mache genauso viel Damage wie ihr. Nur ihr macht noch Rückstoß. Ihr kleinen Schlawiner. So, da hinten ist der nächste. Mein Gott. Jetzt machen die wieder so einen Druck hier. Was? Die machen überhaupt keinen Druck, Torben. Du bist dumm. Die machen nur Def. Ich hoffe, der geht jetzt auf den einen da. Okay, leider kassiert er. Schade, hätte er einen gekriegt, dann wäre ich draufgegangen, instant. Bei zwei Leuten ist mir so ein bisschen so zu gewagt, ne? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ich muss auch, ich weiß nicht, wie das echt vom Sound ist. Ich habe Angst, dass der manchmal lauter ist und dann, warum nicht der Gott? Dass der manchmal lauter und leiser ist, wenn ich mich zu sehr wegdrehe. Mann, ich will einfach tun, dass es schnell aufhört hier mit dem Renovieren und ich wieder in mein altes Zimmer ziehen kann, was dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen hallen wird. Es sei denn, ich kriege das hin, dass es nicht mehr hallt.
Nee, es wird erstmal noch nicht hell. Nee, nee. Weil die Möbel kommen natürlich später erst. Das nervt mich auch ein bisschen. Aber gut, ne? Was willst du tun? Was willst du tun, meine lieben Damen und Herren? Das ist doch jetzt nicht cool. Ich habe jetzt keine Lust darauf, 10 Jahre lang an deren Base zu campen hier. Hör mal auf, mir Peace zu zeigen. Denkst du irgendwie, ich gehe da irgendwas ein? Ein Bündnis mit dir, Schniegi. Sollen wir einfach mal so tun, als wären wir AFK? Okay. Vielleicht ist das hier ein ganz guter Tipp. Oh, gut, AFK, Torben. So, pass mal auf, Leute. Vielleicht ist das ein ganz guter Trick. Moment, 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 Moment. Vielleicht kommt gleich einer. Das wäre lustig. Okay, jetzt haben die Ablenkung da, die ich gebraucht habe. Dadurch, dass ein Spieler da oben ist. Zack. Und beide weg. Zwei Herzen habe ich verloren. GG. Nice. War doch eine schöne Runde am Ende. Und ich habe mal gesehen, dass ich auch wieder Minecraft-Skills hatte, Alter. Ich habe die richtig schön gekommen, muss ich sagen. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch eine positive Bewertung da. Ist immer gerne gesehen. Ja, freut euch auf die Community-Sachen. Und dann würde ich sagen, habt schöne Ferien. Ich hoffe, ich schaffe noch viele Videos jetzt vorzuproduzieren jetzt. Und haut da rein. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ciao. Ich habe gar keine Webcam, aber ich mache trotzdem das Geräusch, als würde ich die Webcam zudecken. Egal. Ciao.